herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Hier liegt eine neue Dire-Bärin sozusagen. Die wird gerade gezähmt. Ist auch fast fertig. Ich glaube, ein oder zweimal fressen muss sie noch. Ja, dann haben wir sie. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, wie ich sie nennen werde. Und zwar, ich möchte jetzt meine Bären, die ich ab jetzt zähme, nach Zuschauern benennen, die fleißig sind, die sich hervorgetan haben durch regelmäßige Kommentare, auch gute Kommentare über eine lange Zeit. Und da möchte ich dieses Mal diese Dire-Bärin Nessa nennen, weil es ist auch ja, ist ja ein Weibchen, ja, und Nessa ist eine weibliche Zuschauerin, die immer sehr fleißig schreibt, immer auch schon eine ganz lange Zeit eigentlich auch schon. Und wie gesagt, ich möchte halt die Bären nach Zuschauern benennen, die bei mir hängen geblieben sind, also Namen, die mir hängen geblieben sind, weil sie immer sehr lange, ausführliche Kommentare geschrieben haben oder weil sie sehr gute Kommentare geschrieben haben, weil sie auch Tipps gegeben haben und ja, halt einfach Zuschauer, die sich hervorgetan haben irgendwie, die bei mir wirklich hängen geblieben sind. Also an der Stelle nochmal ganz wichtig der Hinweis, es bringt nichts, wenn ihr in den Kommentaren irgendwie schreibt, kannst du mich auch als Bär in Ark nennen oder ein Bär in Ark nach mir nennen, so rum. Das bringt nichts, ja. Also wenn ihr über einen langen Zeitraum gute Kommentare schreibt und wenn ihr bei mir hängen geblieben seid, wenn euer Name bei mir hängen geblieben ist, weil ich immer tolle Sachen von euch gelesen habe, dann werdet ihr auf jeden Fall sicherlich irgendwann verewigt werden. Ich muss dazu natürlich ganz klar sagen, ich habe jetzt 18.000 Abonnenten, mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar schon 19.000 und da wird es natürlich schwierig, jetzt jeden, der meinen Kanal irgendwie abonniert hat oder irgendwas mit meinem Kanal zu tun hat, irgendwie jetzt als Bär hier zu verewigen. Das ist unmöglich, ja, das ist klar, das funktioniert nicht. Deswegen suche ich mir die Leute aus. Und deswegen auch nicht traurig sein, wenn ihr nicht dabei seid. Ja, das ist fast schon so ein bisschen so eine Art Gewinnspiel. Eigentlich blöd, ein Gewinnspiel ist es eigentlich gar nicht, aber es soll so ein besonderes Gimmick sein für Leute, die sich hervorgetan haben, dass ich die auch mal ein bisschen belohne. Dass ich die ein bisschen verewige. Ja, für Unterstützer. Für Leute, die treue Zuschauer sind. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. So, und diese Dire-Bärin muss noch einmal fressen. Komm schon, Nessa, friss mal. Du musst mal schneller fressen. Oh, gut, dass ich noch Kibbles gemacht habe, ne? Obwohl, nee, eigentlich hätte es genau ausgereicht. Ich habe ja zwei Kibbles gemacht. Jetzt hat er drei, eins muss er noch fressen. Obwohl der Rest eigentlich auch mit Fleisch gezähmt werden könnte, ne? Dann würde ich mir ja quasi einen Kibbel sparen. Hm. Nehme ich dem jetzt das Kibbel noch weg? Nicht, dass der dann ein Level verliert. Ein Bonus-Level. Ich probiere es mal aus. Probieren. Ja! Aber noch gerade so rechtzeitig. Gerade so rechtzeitig. Okay, das ist die Nessa. Haha. Habe ich dir noch das Kibbelchen weggenommen? Ich hab dir das Kibbelchen weggenommen, bevor du es fressen konntest. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So ist das. So ist das. Ach, folgt mir ja noch, ne? Ist egal. Nehmen sie trotzdem hoch. So, einmal absetzen. So, jetzt gucken wir uns mal die Werte an. Obwohl, ne, ich gehe erstmal ins Licht. Wir wollen ja was sehen hier auch in der Folge, ne? Deshalb gehe ich jetzt erstmal hier rein. In das Licht. So, welche Werte hast du denn jetzt eigentlich? Du hast 2320 Leben. Das ist schon mal sehr gut. Stamina 1400. Alter, die kann ja rennen. Das hast du ja nicht gesehen. 260% Mini-Damage. Ist auch gut. Das ist richtig gut geworden. Die Werte sind gut gefallen. 260% Mini-Damage, so viel hatte doch der Brummer, so viel hatte der gar nicht gehabt, ne, der war doch bei 247 oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, als ich ihn gezähmt hatte. Nicht schlecht! Holla, die Waldfee! Wunderschön. Ja, 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 ja. So. Dann will ich mal schnell die Kibbles in den Kühlschrank packen, dass die nicht verrotten. Das hat sich doch richtig gelohnt. Manchmal, das ist eben wirklich so eine ganz wichtige Erkenntnis, ja, das kann ich auch an der Stelle immer wieder sagen. Lasst euch nicht so sehr vom Level blenden,
Ja, der Level kann über die Fähigkeiten von einem Tier wirklich täuschen. Weil es bringt ja gar nichts, wenn man zum Beispiel einen 120er Bären hat oder gefunden hat, der irgendwie jetzt seine ganzen Punkte, seine ganzen Levelpunkte, seine ganzen Fähigkeitspunkte zum Beispiel in Oxygen hat oder in, ja, weiß ich nicht, Waze ist jetzt auch nicht so unbedingt sinnvoll beim Bären, gerade wenn man jetzt einen Kämpfer haben möchte. Oh, du folgst mir ja noch. Kannst es gar nicht erwarten, ne, bis es losgeht hier. Nicht schlecht. Das ist schön. Ich wieder ein schönes Bärchen. So, es bringt ja gar nichts, ne, wenn man jetzt einen Bären hat, der irgendwie nur Oxygen hat oder Food. Ja, der Brummer ist ja so ein bisschen so ein kleiner Foodbär gewesen. Der frisst halt gerne. Der hat halt hier viel Food bekommen. Ja, das bringt einen aber nichts. Man will ja hier eigentlich Leben haben beim Direbär und man will ja hier Melee-Damage, ne, will man haben. Deswegen würde ich sagen, damit wir die jetzt hier schon mal ein bisschen leveln, die Nessa. Damit wir die Nessa ein bisschen leveln, mache ich mich mal. Ah nein, hier komme ich nicht durch. Ah! Möchte mich auf den Weg machen. Möchte ein bisschen leveln. Im Dunkeln natürlich wieder. Aber im Dunkeln ist gut munkeln. Das ist nochmal ein bisschen spannender. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Alpha-Raptor vor die Linse. Mittlerweile muss ich sagen, würde ich einen Alpha-Raptor jetzt auch mal versuchen mit einem Dire-Bären-Level. Ja, mit dem hier eigentlich. Mit Nessa. Würde ich jetzt auch mal einen Alpha-Raptor versuchen zu töten. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem Level vom Alpha-Raptor auch ab, ne? Also wie gesagt, lasst euch nicht von etwas niedrigeren Leveln entmutigen, wenn ihr Tiere zähmen wollt. Manchmal ist ein etwas niedrigerer Level nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass die Werte schlecht sind. Kann man an der Stelle nur ganz klar sagen. So, wir leveln Nessa natürlich wieder auf mindestens 3000 Leben hoch. Das ist klar. Das gehört dazu. Das muss sein. Boah. Wie der Dino mal One-Hit war. Habt ihr das gesehen? Ich habe einmal zugebissen und schon war er tot. Einmal pusten und schon ist er weg. Nessa ist richtig gut. Crazy Shit. Ich will mitmachen. Ich will mitkuscheln. Ich will euch doch nur tatzen. Auf eure Fratzen. Du. Ah, es regnet. Da kann ich mal meine Flasche voll machen. Sehr gut. Endlich regnet es mal. Da kriege ich auch endlich wieder Wasser in meine Base. Da werden die Wassertanks endlich mal wieder voll gemacht. Hä? Lässt du den kleinen Affen in Ruhe? Ich glaub's ja nicht. So nicht. Lauf, kleines Äffchen. Lauf. Du bist frei. Huch. Wo kam der Para denn jetzt her? Gar nicht gesehen. So. Bärenfarmen, Bärenfarmen, Bären für die Bären. Boah, ich muss auch mal eine Sache machen. Huch, Raptor. Ich muss auch mal eine Sache machen. Ich muss mal unbedingt irgendeinen Bären, einer, der vielleicht nicht so ein hohes Level hat und viel Stamina, den muss ich unbedingt mal auf Movement Speed skillen. Und dann mal mit dem über die Insel rennen. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Wie lange man da braucht von Punkt A zu Punkt B. Lol. Die los. Haha, wie hier schon wieder Ende im Karton ist. Nicht schlecht. Ach, noch ein Kompi. Na, komm her. Einmal pusten, da fällt er um. Es ist einfach so gut. Ich liebe diese Beeren. Ich liebe sie. So, was jetzt natürlich mal nice wäre, wenn ich jetzt noch irgendwie einen Spino töten könnte oder so. Nicht immer nur hier das Dilo-Gekrösel. Wir können ja mal eine kurze Spritztour durch den Sumpf machen. Mit Nessa. Und können mal gucken, ob wir da vielleicht doch zufällig über einen Tausendfüßler stolpern. Ich habe mich eigentlich schon an den Gedanken gewöhnt, dass die exklusiv nur in Höhlen spawnen. Aber vielleicht ist ja doch was dran an den wenigen Berichten. Und auch auf der Wiki-Seite steht es ja auch, dass die auch in Sümpfen spawnen. Vielleicht ist ja was dran, ja. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal mit Nessa ein bisschen durch den Sumpf und gucken uns mal an, was da so los ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und hier ist ein Dilo. Die Level 8er, die sind einfach mal One-Hit. Das ist auch so gut. Die sind einfach mal One-Hit. Da interessiert sich die Nessa schon gar nicht mehr für. Die wird einfach geschubst und ist tot. Pups. Und tot. Schön. Ich liebe solche Bären, die keine halben Sachen machen.
Ein Fiomi-A. Nachts durch den Sumpf ist aber eigentlich auch keine so gute Idee, ne? Normalerweise ist das ein bisschen unklug. Gerade auch, weil ich nicht mehr so viel Fleisch dabei habe. So, um den Bären mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ich mache mir eigentlich um mich selbst Sorgen. Komm schon. Ich töte dich. Ich töte dich. Haha. Oh, ich muss auch mit dem Leben muss ich doch ein bisschen aufpassen. Nessa muss ein bisschen hochgefuttert werden hier. So. Nur ein bisschen. Zwei Stacks, genau. Reicht. Sehr schön, sehr schön. Ah. Titanboa. Hahaha. Ja, das Paraceratherium lasse ich mal noch in Ruhe. Ah. Gott. Voll erschrocken. Und noch eine Schlange. Mit den Schlangen kann man auch gut leveln. Aua. Jetzt kommen auch die Mücken. Ist auch gut. Die leveln auch gut. Na? Na? Okay. Geben wir mal das Level ab. Muss mal im Sumpf muss ich immer ein bisschen gucken, dass die Luft rein ist, bevor ich irgendwie ins Inventar gehe. Weil da passiert es recht schnell, dass sich auch mal was anschleicht. Ich will die Insekten töten. Die bringen auch Level. Und das nicht zu knapp. Oh, jetzt werde ich mich wahrscheinlich hoffnungslos verfransen hier im Dunkeln. Mega Neura. Komm schon. Nein. Jawohl. Oh, wo führt mich der Weg hin? Ich bin gerade nicht mehr im Sumpf, sehe ich gerade. Wartet mal, ich muss mal wieder zurück zum Sumpf. Sumpf, wie lange ist es noch dunkel? Ach du Scheiße, es ist 2 Uhr früh. Dann wird es ja erst dann wieder hell, wenn die Folge zu Ende ist. Das ist mal wieder dieses perfekte Timing von mir. Aber so ein bisschen so eine Nachtfolge hat ja auch mal was, ne? Das ist mal was anderes. Also wir halten fest, bis jetzt sieht es ein bisschen armselig aus mit 1000 Füßlern, ne? So. Aber Schlangen gibt es dafür häufig. Und die Mücken machen wir platt. Alle Mücken zu mir. Noch mehr Mücken? Noch jemand? Okay. Level up. 3000 Leben haben wir schon. Fast. Fast. Ein Level up noch. Dann sind es 3000. Soll ich hier mal durchs Wasser gehen? Ah, Schlange. Immer zu mir Schlangen. Alle Schlangen zu mir. So. Ach, guckt mal, das ist ein Baby-Koel. Guckt mal. Aha. Hohen Fisch. Jawohl, Bären essen ja am liebsten Fisch. Da habt ihr auch mal das Fischfleisch gesehen. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hey, ein Piranha. Auch gut zum Leveln. Sehr schön. Und ein Dilo, weil wie er im Wasser steht und sich nicht bewegt. Level 84, nicht schlecht. Das ist mal ein Dilo. Boah. Das sieht schon echt spooky aus, so nachts im Sumpf, ne? Ich sag's mal so, wenn ich keinen Bären bei mir hätte, würde ich mich das auch nicht unbedingt trauen. Also so zu Fuß. Wäre das schon eine ganz schöne Bank. So, gucken wir mal. Aber ich sehe keine 1000 Füßler, ne? Das ist ein bisschen traurig. Ich verstehe das auch nicht, warum sie das so gemacht haben mit den 1000 Füßlern. Weil eigentlich ist das auch tatsächlich in der Realität so gewesen, dass die 1000 Füßler vor allem in Sümpfen beheimatet waren, diese riesen 1000 Füßler. Und auch heute ist es tatsächlich auch noch so, dass 1000 Füßler vor allem in Sumpfgebieten, vorkommen. Die Schlange habe ich jetzt nicht gesehen. Die hat sich angeschlängelt. So. Alles klar. Nochmal ein Level up. Leben. 3000 Leben haben wir. Wunderbar. Was ist das? Eine Schlange. Eine Schlange im Stein. Schlängeln sie sich immer so an, die Schlangen. Hier war doch irgendwo ein Sarko gerade. War hier nicht gerade irgendwo? Genau.
Komm mal her, du. Komm her. Ah, Kano. Haha, überhaupt kein Problem. Und eine Schlange noch. Alle zu mir, auch die Mücken, alle zu mir. Ist alles gut zum Leveln. Ach Leute, ich bin im Kreis gelaufen, guckt mal. Haha. Sehr schön. Ein Level up in Leben geben wir noch rein. Und da töten wir das Sarko. Komm mal her, Sarko. Jawohl. Nicht hinten in Po. Nicht in Po. Das ist gemein. Ja, genau. Da geht man nämlich fliegen. Pock. Wie in so einem Trickfilm, ey. Wie in so einem Cartoon. Wile E. Coyote. Boah, was ist denn hier los? Kompi-Gang. Alles platt machen. Alles plätten. Ameisen. Haha. Nicht schlecht. Kommen noch die Fußsoldaten. Die holen wir uns auch noch. Hier war doch auch noch ein Kano gerade eben, oder? Ich habe doch einen langlaufen sehen. Oder habe ich mich davon getäuscht? Ich glaube, ich habe mich verguckt. Mir war so, als hätte ich hier ein Kano gesehen. So, ab jetzt geht alles in Melee-Damage bei Nessa. Boah, Level 120 habt ihr, nicht schlecht. Ab jetzt gehen alle Punkte wieder in Melee-Damage. Und dann, wenn wir bei 300% Melee-Damage sind, gehen wir wieder ein bisschen auf Leben. Ne? Das ist ja der Plan für die Bären. Die sollen vor allem auf Leben und Melee-Damage geskillt werden. Jetzt wird es auch wieder, hey, jetzt kann ich die Fackel ausmachen. So, den Spino, den machen wir noch platt. Oh, ich habe einen Kompi getötet. Ah, da sind Kompis. Kommt mal her, ihr Kompis. Ich mach euch platt. Ich tatze euch. Ich tatze euch kaputt. Oh, Spino und Stego kämpfen gegeneinander. Wer wird stärker sein? Das kleine Bärenschwein. Hallo? Oder was ist da los? Voll die Pachi-Action. Seht ihr das? Die Pachis vergewaltigen gerade die los. Ich will mitmachen. Ich will mitmachen. Ach, lasst mich mitspielen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wer da jetzt gerade gegen wen genau gekämpft hat. Ich finde das gerade gut, dass die ganzen Insekten zu mir geflogen kommen. Huch. Ach, ein Para war das. Huch. Oh, jetzt habe ich rausgeklickt aus dem Bildschirm. Jawohl, Sarkos. Ah, Dilos, immer von hinten. Die kleinen Schweinchen von Dilos kommen immer von hinten angelaufen. Das gibt's doch nicht. Nein. Haha. Veralbert. Oh, ein Kano. Boah, wie viele Mücken das sind. Nicht schlecht. Komm her, Kano, komm her. Jawoll. Das gibt Level, das gibt Level. Geht alles in Melee-Damage. Bisschen hochheilen. Das hat sich doch mal gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Vom Level her. Nice. Gut, dass ich hier in die Ecke nochmal hingegangen bin. Om nom nom. Komme ich jetzt hier hoch? Ja. So, dann gehen wir mal wieder nach Hause. Nicht festbacken. Das ist böse. Festbacken ist nicht nett. Dann bringen wir die Nessa mal nach Hause. Ich würde sagen, wir können festhalten, Nessa ist eine sehr coole Bärin. Oh, da ist noch ein Bär. Rein ins Getümmel. Aua. So, jetzt gucken wir mal, was hat der Bär da für ein Level? Level 12. Nee, ach stimmt, an dem bin ich sogar schon mal vorbeigekommen. Ich erinnere mich. Ach, schon wieder ein Kano, ey. Was ist denn hier los? Die Kanos wollen es jetzt echt wissen. Er ist auch wieder gar nicht so low. Ja, okay. Doch, er ist low. Level 12 ist low. So. Aber ist alles gut fürs Leveln. Guckt mal, ich gebe schon gar nicht mehr die Level. Nee, die gebe ich jetzt noch hier, komm. Oh, 274% Melee-Damage schon wieder. Nicht schlecht. Richtig geil. Meine Bärenarmee, die wird so cool.
Das wird so eine coole Bärenarmee. Der Wahnsinn. So, wir sind wieder zu Hause. Und an der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Das Bino-Ei hole ich mir noch. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.